ich hoffe, Sie können es hören. Der Kirchturm bei mir im Hintergrund kündigt es an. Wir haben Punkt 18 Uhr. Damit begrüße ich Sie beim heutigen Webinar. Heute mit Herrn Professor Frankenberger. Professor Frankenberger wird uns einen Überblick geben über Adhesivtechniken und Klassen sowie Vorteile klinischer Aspekte und Zukunftsperspektiven von Bulkfill-Kompositen für den Seitenzahnbereich. Ich wünsche wie immer einen spannenden Vortrag und kurzer Hinweis von mir, wie immer. Links dieses Chatfenster können Sie nutzen, um Fragen zu stellen. Die Fragen werden dann im Anschluss des Vortrags von Herrn Professor Frankenberger beantwortet. Und ansonsten wünsche ich uns einen spannenden Vortrag und würde Sie bitten, Herr Professor, anzufangen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte draußen im Netz, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Webinar zu Composite-Restaurationen 2013. Und jeder, der das täglich macht, weiß, das ist ein spannendes Thema. Und wo ich mich auch momentan hinbewege und irgendwas über Composite erzähle, kriege ich eigentlich permanent aufoktroyiert, unbedingt auch was zu Bulkfill-Materialien zu erzählen. Die sind sehr interessant. Und deswegen ist es immer ganz interessant, auch da ein bisschen meine Wertung abzugeben bezüglich dessen, was sich auf dem Weg zu neuen Composite-Materialien in den letzten Jahren so getan hat. Kurz zu meiner Person, wer mich noch nicht kennt, ich bin jetzt mittlerweile seit 20 Jahren Zahnarzt, seit 19 Jahren an der Uni, habe relativ viel Zeit in Erlangen verbracht und habe dann 2009 den Ruf nach Marburg gekriegt. Und wenn Sie sich die Zeit anschauen, vom Mofa-Führerschein zur Bundeswehrzeit als Zahnarzt bis heute, dann sieht man eben auch, wie sich diese in dem Fall 30 Jahre ereignet haben. Hier bin ich gelandet, das ist die Uni Marburg. Sie sehen auf dem linken Bild unsere Zahnklinik, die ist Baujahr 1964. Im mittleren Bild sehen Sie und im rechten Bild den Ausblick aus der Zahnklinik und das ist der Blick in die Klinik. Das ist kein Archivbild, sondern ein Bild von letzter Woche. Also Sie sehen, dass unsere Schränke noch vom Originaljahr 1964 datieren. Aber egal, das ist mein Hörsaal, der fasst genau 30 Plätze. So viele Studenten habe ich normalerweise auch und das ist super. Das ist toller Kleingruppenunterricht und da macht sehr viel Spaß zu unterrichten. Und deswegen fühlen wir uns da ganz wohl. Und so wie es in der Examenszeitung aussieht, ist wohl die Stimmung da nicht so schlecht bei unseren Studenten. Und deswegen ist es eine ganz fruchtbare Stimmung, wenn wir hier forschen, lehren und Krankenversorgung machen. Unser Thema des heutigen Abends ist restaurative Zahnerhaltung. Und wir wissen, wenn wir das tun und wenn wir versuchen, Restaurationen zu machen, wir brauchen einen Zahnarzt, der gut ausgebildet ist. Wir brauchen einen Patient, der in irgendeiner Weise dazu passt. Und wir brauchen natürlich auch ein gutes Material, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass so ein bisschen die Materialgläubigkeit gerade in Deutschland in den letzten 20 Jahren vielleicht ein bisschen überbewertet war, und heute eigentlich mehr im Vordergrund steht, dass wirklich der Behandler der wichtigste Faktor ist und nicht das Material. Und ich sage immer, 0,2% Polymerisationsschrumpfung hin oder her spielen eigentlich keine Rolle. Die korrekte klinische Anwendung ist viel wichtiger. Und beim Patient ist es genauso. Jeder weiß, es gibt Patienten, da passt es halt und es gibt Patienten, da ist es schwierig. Genauso wie in der Kinderzahnheilkunde. Wir behandeln ja niemals diesen Patienten, wir behandeln immer diese Patienten. Und das ist eben das, was uns im täglichen Leben die Arbeit manchmal ein bisschen schwerer macht. Und in der Gleichung fehlt noch die Assistenz, denn jeder weiß auch, der Patienten behandelt. Mit einer guten Assistenz flutscht das Ganze einfach wesentlich besser. Gerade in der Adhesivtechnik, wo es um viele manchmal ein bisschen komplizierte Arbeitsschritte geht, ist einfach eine gute Assistenz Gold wert. Und auch das hat mit dem Material überhaupt nichts zu tun. Wenn wir ins Internet reinschauen und ich habe einfach mal bei Google Bildersuche Composite-Restaurationen eingegeben, dann sieht man eigentlich immer alles perfekt, alles unsichtbar, alles neu, alles nicht sehr lange im Mund des Patienten. Und ich stelle mir natürlich immer die Frage, macht das wirklich Mut, wenn man an jeder Straßenecke quasi perfekte Composite-Restaurationen sieht, zum Teil mit gemalten Fissuren nach klinischen Langzeitbeobachtungsperioden von 12 Tagen. Da sehen die immer gut aus. Die Frage ist, wie sieht es denn wirklich nach ein paar Jahren aus? Was ist von der Effektivität dieser Technik zu halten? Und das haben wir eigentlich die letzten 15 Jahre doch sehr ordentlich betrieben, dass wir immer wieder klinische Studien gemacht haben, um unter Beweis zu stellen, was taugt was und was taugt nichts. Und ich habe mittlerweile auch genug Kilometer auf dem Tacho und viele Materialien kommen und gehen sehen und kann, glaube ich, ganz gut einordnen auf Basis dieser klinischen Studien, wie es um die Komposite wirklich bestellt ist. Jeder weiß, die minimalinvasive Versorgung aus Composite hält eigentlich lange. Ich will nicht sagen ewig, aber die hält wirklich lange, weil da, wo nicht viel Kaudruck ist, da, wo nicht viel Polymerisationsschrumpfung ist, was soll so einer Füllung wirklich passieren? Wir wissen aber auch, die zweite Füllung im Mund des Patienten ist immer größer. Entweder wir
Born im Nirvana, eben im dentinfarbenen Composite A3,5, oder wissen dann eben nicht, ist es noch Composite oder schon Dentin. Dadurch werden die Kavitäten nochmal größer, was auch den Reparaturaspekt, den ich zum Schluss des Vortrages ganz gern noch ein bisschen anleuchten wollte, herausstreicht. Dann wird irgendwann die Krone präpariert. Da wissen wir aber auch, dass 10% dieser Zähne nach 10 Jahren mindestens digital sind. Und nach der Endo gibt es auch hin und wieder mal eine Längsfraktur. Und dann wäre es das gewesen. Es gibt auch noch Implantologie, damit beschäftigen wir uns heute Abend nicht. Aber es heißt immer so schön, adhäsive Zahnheilkunde verlängert Delta T. Alles ist sanft, alles ist minimalinvasiv. Aber das stimmt halt nur dann, wenn auch wirklich erfolgreiche Adhäsivtechnik betrieben wird. Und das wird einem in diesem Dschungel der Adhäsivsysteme, in diesem zum Teil kaum überblickbaren Bereich der Adhäsivtechnik manchmal ein bisschen schwer gemacht, also den roten Faden noch herauszufinden. Und dass die Hersteller natürlich immer sagen, mein Material ist am besten, kennen Sie ja aus dem FF. Ich wollte einfach nur als Denkanstoß zwei Restaurationen zeigen. Das ist meine erste Composite-Füllung, die ich an der Uni gemacht habe. Und die ist jetzt mittlerweile eben in dem Fall fast 19 Jahre alt. Die ist nicht perfekt, die ist nicht unsichtbar, da ist die farbliche Adaptation suboptimal, aber die Füllung ist eben 19 Jahre im Mund, es ist keine Sekundärkaries da und der Approximalkontakt ist auch noch da. Von daher hat die Füllung definitiv ihr Geld verdient und zeigt eben auch, wie lange sowas im Mund des Patienten wirklich gut funktionieren kann. Das ist eine Füllung aus einem besseren Komposit, neuer, moderner, weniger Polymerisationsschrumpfung, wo auch mit unter minimalen